So, ein wunderschön und herzlich willkommen zurück zu Pokémon. Genau, ich hatte nochmal Audio verstellt gehabt. Nochmal Audio, also das In-Game-Sound nochmal ein bisschen leiser gemacht. Da ja die ganze Zeit mit der Hintergrundmelodie und sowas alles, ist doch ganz schön. Ja. Egal. So, wir wollen Pokémon Revolution. Ja, ja. Weiter. Wir hatten bereits zwei Orden. Ja, Halleluja. Da haben wir das Spiel ja quasi schon durch. Oh, okay, wir waren beim Schiff. Gott, so weit sind wir schon? Holy shit. Ich gehe mal davon aus, den Raum hier haben wir auch schon. Ja, genau, doch, genau, den Raum hatten wir schon. Wir waren sogar, glaube ich, schon beim Pocket Center und wollten jetzt hier weitermachen. Genau, Pokémon sind alle aufgedingsterbumstert. Sehr schön. Gut, wir kämpfen jetzt hier hauptsächlich gegen Wasser-Pokémon. Da würde ich vielleicht wieder mit Pikachu kämpfen wollen. Ja, doch. Komm. Wir geben dem mal einen Try und dann tryen wir so lange, wie es geht. So, ein wunderschön. Du Rotznase, was fällt dir ein? Gentleman möchte kämpfen. Setzt Nidoran. Oha. Ich glaube, da haben wir schon direkt wieder verkackt, weil eben Nidoran ist nämlich gar nicht Wasser. Oh, geht ja. Ich meine, wir haben zum Glück einen kleinen Levelvorteil, ne? Aber Typenvorteil glaube nicht. 240 EP. Ja, holy shit. Noch ein Nidoran. Ja, komm. Da bleiben wir mal lieber doch bei hier Smetbo und dann geht das Ganze schon ordentlich ab hier. Konfusion! Siehst du? Das war doch mal ein Treffer. Der Attack ist sehr effektiv und wir haben noch einen Levelvorteil. 240 EP, sehr schön. Mist, du bist ganz schön gut. Ich gewinne 1300 Yen. Jawoll, ja. So, würde ich mal sagen, direkt in die nächste Tür rein. Schönen guten Tag, gute Dame. Steward, ich hätte gerne ein Stückchen Torte, Digga. Ich bin kein Steward. Echt mal. Beleidigung. Sieht ihr denn nicht mein Pikachu? Na nun. Ach, so eine Kreuzfahrt ist wundervoll. Ja, mir ist klar. Ich reise immer mit Knuddelhof. Knuddelhof, Knuddel. Okay, okay. Die wollen also auch nicht kämpfen. Die Frage ist ja immer, ne, hier in der Ecke, die sieht immer so verdächtig aus, aber leider kein verstecktes Item. Schade eigentlich. Schade eigentlich. Moin moin, du Landratte. Ich bin Steward auf diesem Kahn. Ruf mich einfach, wenn du einen Wunsch hast. Verdammisch, gesprächig bist du aber nicht. Achso, verdammisch gesprächig. Ja, okay. Falsch betont. Egal. Okay, aha, da haben wir wieder welche, die kämpfen wollen. Sehr schön. Auf meiner Reise um die Welt habe ich unzählige Pokémon gefangen. Ein Mädel, Göre möchte kämpfen. Göre setzt Taubsi. Na gut, dann haben wir auch wieder eine gute Chance, ne? Gegen Blitz, gegen Vogel haben wir eine Eilheilskraft. Fuck. Ist sehr effektiv, hat aber nicht gereicht. Gott. Jetzt liegt auch noch unsere Treffer, dieser Monster, oder? Nee, doch nicht. Ah nee, das war ja Wirbelwind. Die Attacke ist sehr effektiv. Taubsi wurde besiegt. Pikachu erhält 210 EP. Und Nidoran. Ja, da wechseln wir wieder. Aufs Metbo, Glurak, Nidoran. Ja. Dieser Knosp ist da nicht wirklich effektiv. Glutexo. Komm, ich versuche mal Glutexo. Mal gucken, was deine Glut kann. Raserei würde ich jetzt hier nicht einsetzen, dauert einfach zu lange.
Okay, mit Glück brauchen wir auch zwei Attacken. Aber er macht uns zum Glück kaum Schaden. Das geht ja. Sehr schön. Wunderbar. Ich besiegt Göre. Nein, ich habe die ganze Welt für diese Pokémon bereist. Ich gewinnt 270 Yen. Und der nächste. Er verspielt dem Mädel den Weg. Ich bin total im Pokémon-Fanat. Du auch? Ja, jetzt eher nicht so. Ich bin dann doch eher der Du-Player, aber egal. Teenager möchte kämpfen. Teenager setzt Nidoran ein. Warum haben die alle Nidoran? Ich dachte, das ist ein Wasserbereich hier. Ja, komm hier. Donnerschock ihn einfach mal und dann hat sich die Sache erledigt. Oder auch nicht. Nein, nicht Giftstachel. Aha, wenn das Ding Gift kann, dann mache ich doch lieber Smetbo. Der hat dann doch ein bisschen mehr mit zu reden. Der Attack ist sehr effektiv, ja. Aber meine Konfusion ist effektiver, Bitch. Aha. So. Beide halt 130 EP, sehr schön. Wow, du bist so cool. Ich gewinne 315 Yen. So, halt, möchtest du auch noch kämpfen? Wir machen eine große Weltreise. Ja, schlecht, wenn das Schiff im Anker... wow. Wenn das Schiff im Haken... Alter, wenn das Schiff im Hafen liegt. So, Ash findet hier im 8. Ah ja. Auf DMs habe ich jetzt nicht so abgesehen, aber okay. Speichern mal zwischenzeitlich. Sehr schön. So, psst, ich bin ein Geheimagent. Ich verfolge Team Rocket. Psst. Ja, schön, dass du jedem verrätst, dass du ein Geheimagent bist. Ich glaube, das ist nicht die Definition von Geheimagent, aber... Okay, hier geht's lang und da oben geht's lang. Wo gehen wir zuerst lang? Hier geht auch noch eine Treppe lang. Gott. Okay, wir müssen aufpassen, dass wir uns hier nicht verirren. Ich guck erstmal, wie weit verzweigt das hier unten ist. Oh, eine Küche. Aus dem Weg, du Leichtmatrose. Wir sind schwer beschäftigt. Ja, okay. Hallo. Ich habe einen seltsamen Ball im Müll gesehen. Oh, interessant. Halt, stopp. Es gibt so viel zu tun. Ich kann mich nicht ausruhen. Tja, Augen auf bei der Berufswahl. Ich bin der Chef der Cousine. Was? Der Hauptgang ist Lachsfilet. Eine kulinarische Köstlichkeit sondergleichen. Ja, okay. Halt. Oh, sehr schön. Gut, ich wollte zwar eigentlich den Typ da drunter anquatschen, aber hätten wir das mit dem Mülleimern auch schon mal. Schnief, schnief. Immer muss ich diese Zwiebeln schälen. Tja, scheiß Praktikant, hä? Hast du schon von Relaxo gehört? Es schläft und frisst den ganzen Tag lang. Ja. Hier ist nichts, bloß Abfall. Ja, Abfall ist aber nicht nichts, ne? Was hab ich nur verbrochen? Ich muss immer nur Kartoffeln schälen. Er fragt, weil die Typen der Zwiebeln schälen darf. Hier ist nichts plus Abfall. Okay, wir haben einen. Was? Superball oder was? Irgendwas mit Super. Ja, doch, Superball. Sehr schön. Okay, okay. Dann gehen wir jetzt mal hier lang. Schönen guten Tag. Hallo. Diese luxuriöse Traumschiff fährt exklusiv für Trainer zur See. In jedem Hafen besuchen uns ausschließlich geladene Trainer. Außer die Typen, die ja von einem Kreuzfahrt machen wollen. Wir gehen zuerst hier lang. Kann man eigentlich rausgucken? Nö. Der Kapitän ist ein Meister des Schwertkampfes. Er unterrichtet sogar Pokémon im Umgang mit dem Zerschneider. Okay, bei dem netten Captain kommen wir also wahrscheinlich ein wunderschönes VM. So, und hier sind wir mal wieder Trainer. Ahoi, Seemann. Bist du seekrank? Na, ich hoffe doch nicht. Wobei es auch kein Problem wäre, weil noch ankern wir im Hafen. Matrose möchte kämpfen. Matrose setzt Macholo ein. Okay. Da sollte ich dann vielleicht doch eher aufs Metro gehen. Das erscheint wieder doch die sinnvollere Wahl. Ah, okay.
Attacke ist sehr effektiv. Auch Hollow wurde besiegt. Pikachu hält 160, Smirko hält 160. Sehr schön. Tentara. Tentara war gerade ein Wasser-Pokémon, ne? Da können wir doch direkt Pikachu einsetzen. Da haben wir auf jeden Fall einen Elemente-Vorteil. Okay, ein Gatkönig, bitte.